Ein Weg nach oben. Einst existierten an der Oberfläche ein Paradies namens Lumina. Ja, es ist doch mal was. Und ich glaube, jetzt kommen wir von dieser einen Ranke da hoch, wo ich nicht dran kam. Dann können wir von dort aus direkt zum Moloch gehen und ihn besiegen. Zack, und schon sind wir hier oben. Später vielleicht, nicht jetzt. Na, bleib weg. Na, geht nach unten, ich will nach oben. Na, Geld, 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 ich bin geldgierig. So, na, ich wurde entdeckt. Schnell, lauf. Oh. Ich glaube, ich war doch richtig. Okay, ja, das Geld lasse ich diesmal liegen. Okay. Boah, ich gähne zu viel, ich bin todmüde. Hatte schon sehr lange keinen richtigen Schlaf mehr gehabt. So, jetzt wählen wir. Bevor wir das machen, wähle ich. Utensilien, bitte. Utensilien, danke. So, Heilknolle ist benutzt. Der Tautropfen ist ausgerüstet und jetzt besiege ich ganz schnell den Moloch, bevor ich einschlafe. Ach so. So, jetzt können wir da reingehen. Stimmt, wir hätten es vorher schlucken müssen. Möchtest du das auswählen? Nein, aber ausrüsten, natürlich. So. Tautropfen vertreibt giftiges Nebel. Boah, der ist hart. Nein, ich bin fast tot. Nein, ich bin tot. Ryu, schwinden die Sinne. Na gut, okay, dann mache ich den Moloch halt beim nächsten Mal. Ich bin eh gerade ein bisschen zu müde davon, den zu packen. Okay, ich speichere jetzt hier und würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's play Terranigma mit eurem Ryukan. Haltet immer schön die Hände über der Bettdecke, Leute. Auf Wiedersehen. Ja, hallo und zu willkommen einer neuen Terranigma-Folge. Ja, Sprachfehler mit inbegriffen. Willkommen zurück zu Terra. Warum bin ich denn jetzt gerannt? Stirb einfach, du Gegner. Los, sofort, oder? Wir müssen immer noch gegen den lieben netten Herrn Moloch kämpfen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich den Weg auch zu ihm finde. Aua! Der nette Mann, der mit dem Stinkegas rumspielt. Ah! Hör auf, mich zu töten! Irgendwie hatte ich das im Kopf, dass auch in dem Ding ein Sonnenspeer. Ich wusste es doch, dass da noch was war. Da, die Sonnenlanze. Waffen. Nein, gib mir die Waffe hier. Ich will den Sonnenspeer oder wie er da heißt haben. Sonnenstab. Möchtest du das anwählen? Aber natürlich, ausgerüstet. Weil damit machen wir ein bisschen mehr Schaden wieder. Hona hier, los Ryu. Zack, 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 zack. Schwupp. So.
Und wir gehen zum Moloch rein. Da uns dieses stinkende Gas ja nichts mehr anhaben kann durch den Tautropfen, können wir ja sofort einen Kampf gegen ihn starten. So, erstmal müssen wir ihn hier kaputt hauen, glaube ich. Na! Ah! Also, so habe ich das jetzt noch im Sinn. Aua. Na. Ah. Ich sollte mal was essen. Ich glaube, so langsam gehen mir auch die Heilknollen aus. Ja, und damit habe ich sogar recht. Utensilien hier. So, wie viel habe ich jetzt hiervon noch? 7 Wunderknollen. Nein, aber ausrüsten bitte. Wunderknollen geben eine sehr beträchtliche Menge an HP wieder. So. Zack. Ah! Lass mich in Ruhe. Ich mag es nicht gerne, getroffen zu werden. Jetzt ist er weg. Hä? Denk nicht, dass du so einfach gewinnen kannst. Und da kommt der Moloch. Immer dann, wenn er sein Auge öffnet, kann man ihn wirklich angreifen. Haha. Jetzt holt er mehr von ihnen hier und die wollen mich natürlich alle pieksen. Aber wir haben Level 9 erreicht. Unsere Kraftpunkte steigen um 7, unsere Stärke steigt diesmal um 2, unsere Abwehr steigt um 1 und unser Glück steigt auch um 1. Oh yeah. Zack. Und noch mehr Gegner von denen hier. Ah. Immer angreifen, wenn das Auge geöffnet ist, weil alles andere wäre eigentlich schwachsinnig. Der Moloch ist in der Hinsicht jetzt ein einfacher Gegner. Man muss nur aufpassen, wann er aus seinem Loch kriecht. Also dieses Auge. Solange das da schön in seinem Loch bleibt, ist eigentlich alles okay, außer er macht das hier. Dann tut's weh. Ne? So, zack, schon wieder getroffen. So, zack, zack, jetzt müssen die mal hier alle auf mich zukommen. Die werden dann eh dadurch sterben. Die geben uns sogar noch ein paar Erfahrungspunkte. Das ist ja das Schöne an der ganzen Sache. Ah. Weg. Boah. Das war jetzt aber knapp. Aua. Na, wir machen gut Schaden schon gegen. So, Moloch, du müsstest jetzt aber so langsam echt mal sterben. Was hältst du davon? Also so ein Tod von dir, der wäre jetzt echt super praktisch. Ja. Genau. Halt dein Auge ein bisschen offen. Piep. Dut. Dat. Dat. So. Aua. Und der Moloch ist tot. Damit haben wir Moloch besiegt. Ryu, lange wartete ich auf diesen Moment. Alle Pflanzen sollen ihre natürliche Form wieder erlangen. Bald wird die Erde wieder erblühen. Doch bedenke, noch ist es zu früh für die Wiederbelebung der Welt. Du musst für das Wachstum allen Lebens sorgen. Jetzt sehen wir zu, wie eine Pflanze wächst. Das kann ein wenig dauern, um diese Pflanze wachsen zu lassen. Und da ist eine Sonnenblume rausgekommen und jetzt wird sie gleich verpuffen. Jetzt kommt der Wind und sie verliert ihre Schönheit, diese Sonnenblume. Beziehungsweise ihre Samen, dieses Dingens, was sie da so oben drauf haben. Und dadurch werden neue Sonnenblumen wachsen. Na, da kommt sie schon. Piu, 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 piu. Und jetzt sehen wir gleich, wie eins dieser Spermien wegfliegt.
Also wir folgen es. Da. Ah, wie schön, alles grün, voller Bäume. Und so langsam gehen wir zu Boden. Wo sind wir denn jetzt? Ah, alles zu grün jetzt auf einmal. Endlich kommst du, Ryu. Ich bin der Ursprung aller Pflanzen, des Sonnenlandes. Tief im Inneren der Erde warte ich seit geraumer Zeit auf deine Ankunft. Die Lebewesen der Oberfläche sind noch immer im Schlaf gefangen. Ryu, du musst diese Welt durchwandern. Höre auf die Lebewesen. Pflanzen zeigen dir den Pfad, den du gehen musst. Hier ist ein Geschenk für dich. Es wird dir Heilung bringen. Ah, wir haben den Flora-Zauber erhalten. Das ist gut. Den ersten Zauber, den wir haben. Der kostet uns wahrscheinlich auch wieder Kristalle oder so. So, Seele, rede mit mir. Nett, dass du vorbeikommst. Ich kaufe dich leer. Ich kaufe 9 Knollen. Zack. Was hast du noch? Und was hast du noch? Ja, eine Waldweste, aber die haben wir schon. Gut. Dann speichern wir. Wir haben schon 2 Stunden bald gespielt, das Spiel. Und wir sind wirklich sehr weit gekommen. Ah, jetzt habe ich eine Knolle gegessen, versehentlich. Verdammt. Naja, gut. In gewisser Weise war es auch gut, dass wir die gegessen haben. Hier mit der Zauberschatulle können wir unsere Zauber dann auswählen dort. Wir gehen aber mal in die Waffenkammer. Mal schauen, was wir dafür ein. Hatte ich da nicht irgendwie was gekauft gerade in der Waffen für die Waffenkammer? Oder wir gehen mal in die Bibliothek, mal schauen, was uns da erwartet. So. Was haben wir hier? Ringe. Unser erster Zauber. Unsere Kristalle. Okay. Na gut, dann habe ich mich da wohl. Keine Ahnung. Redest du mit mir? Ja. Oh, wie süß. Ups. Na gut. Eine Pflanze. Der große Baum im Norden ist der Sonnenbaum. Er ist die weiseste Pflanze. Er sah die Entwicklung des Lebens, bevor die Menschen kamen. Der Sonnenbaum möchte dich sprechen. Geh zu ihm. Okay. Ach so. So, schwimmen können wir jetzt natürlich auch. Ryu, vielen Dank. Du hast die schönen Blumen wieder zum Blühen gebracht. Hallo, du fleischfressende Pflanze. Schnapp. Dann schnapp du mal. Ich werde dich nicht aufhalten. Ah, hier sind auch wieder 3 Pflanzen. Die ist scheu. Das Böse überfiel diese Welt. Land und Leute verschwanden. Das Böse überfiel diese Welt. Land und Leute verschwanden. Okay, das haben wir jetzt zum zweiten Mal gehört. Was haben wir denn hier noch? Kommen hier auch noch neue Pflanzen? Ja, da. Ja, das habt ihr jetzt schon zum dritten Mal zu mir gesagt. Danke. So, damit verlassen wir. Und wie ihr seht, sieht es auf einmal richtig schön hier aus. Außer hier ist immer noch karg. Aber die Welt sieht schöner aus, wa? Hier haben wir eine Höhle. Das ist das Portal. Da kommen wir natürlich nicht zurück. Der Amazonas. So, Guyana. Du wirst nun nie mehr allein sein. Wir werden immer bei dir sein. Wenn weitere Lebewesen auferstehen, werden sie dir zu Hilfe eilen.